Mhm. Große Glut hergeben, ja. Tja, dann fangen wir mal an. Waffe verstärken. Uchigatana. Plus 3. Plus 4. 3 kleine Scherben, die kann man kaufen. Ach so, ich sollte auch auf OK gehen. So. Waffe verstärken. Uchigatana. Plus 5. Zack, und dann geht ihr auf Ausrüstung umwandeln. Wir können Uchigatana plus 6 machen oder Kudos Uchigatana. Wir machen es plus 6, weil wir es plus 10 brauchen. Gehen dann auf Waffe verstärken und brauchen große Scherbe. Und die haben wir nicht, die müssen wir später fahren. Was wants to see go hollow? Okay, kein Thema. Dämonen-Titanit haben wir ja schon geholt, das heißt, wir können hier jetzt weitergehen. Machen wir das. Genau, wir machen jetzt den Wald. Den einen Wald. Holen uns da die Bossseele. Den nächsten Wald holen uns da die Bossseele und den Ring schon mal. Ach ja. Ja. Der Damage lässt halt noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber das geht. Das kriegen wir hin. Das wird schon. Okay, Fall runter, kein Problem. Dann kriege ich halt kein lila Moosklumpen von dir. Da hinten ist ein, den besorgen wir uns auch gleich, da ist ein Ring, der auch gar nicht so schlecht ist. Lass das, blödes Vieh. dieser lila weiße Moosklumpen, den kann man später eintauschen. Ich weiß noch nicht wo. Ich weiß, es gibt wieder sowas wie bei Dark Souls 2, beziehungsweise Dark Souls 1 kam ja vor Dark Souls 2, aber es gibt hier wieder sowas wie, ja, so ein Tauschgeschäft kann man machen mit so einem Vogel an einem Vogelnest oder so. Der will irgendwelche bestimmten Sachen, die legt man ab, lockt sich aus, geht wieder rein ins Game und dann bekommt man etwas anderes dafür. Was ganz cool ist. Beweglichkeit, yes, please. So, jetzt gehen wir erstmal den normalen Wald machen. Bevor ihr hier das Item aufhebt, macht erst die Viecher. Hier sind 3 Stück. Wenn ihr das Item aufhebt, dann kommen die 3 Viecher automatisch. Und das ist nicht so geil. Das kann sehr, sehr nervig werden. Deswegen macht es lieber so. Also ihr erkennt immer an diesem Busch, der auf dem Boden liegt, wo die Gegner sind. Die sind halt echt easy zu erkennen. Ah, Blutungsschaden brauche ich nicht. So, hier gibt es eine geile Rüstung. Eine relativ coole Rüstung. Elite-Ritter heißt die. Die finde ich sehr, sehr nice. Die trage ich persönlich sehr, sehr gerne. Sowohl in Dark Souls 1 als auch in Dark Souls 2. Okay, wir machen echt wenig Schaden. Okay, es geht. Ja, wir machen... Ah! Scheiß Bäume. Wenn die beten, ist halt super nice. Ihr werdet halt slow, solange ihr in der Nähe von denen seid. Aber... wo waren die beiden? Da hinten. Ganz wichtig, ich muss die erst killen.
So, wenn du jetzt in die Nähe von dem gehst, bist du mega slow. Das ist halt super nervig. Und er macht halt extrem viel Schaden. Ich will eigentlich, dass er wieder... Egal. Eigentlich wollte ich, dass er wieder betet, aber... Muss er nicht. Alles cool. So, und hier gibt es jetzt die Elite-Ritterrüstung. Die super nice ist. Von den Stats her auch. Die wird wahrscheinlich sogar besser als das hier sein. Ja. Ja, okay, was heißt besser? Weniger Dingens Feuer und Blitz und Magieabwehr, aber dafür sieht die cooler aus. Also. Elite-Ritter-Gamaschen. Ihr seht wahrscheinlich voll viele damit rumlaufen, aber ich finde das geil. Ich mag das Set sehr, sehr gerne, deswegen trage ich das auch. Aber ich werde es später eintauschen gegen ein anderes Set, denke ich. Wir werden später Havels oder so tragen. So. Der nächste Boss ist... ich will nicht sagen einfach, aber einfach. So, im Beatrice. Achso, kann ich gar nicht, bin ja nicht menschlich. Müssen wir solo machen. Scheißen wir auf die Questreihe mit Beatrice. So, hier gibt es noch eine Glut. Gleich. Falls wir das überstehen hier, gibt es hier noch eine Glut. was wir machen können ist... ach nee, nicht gegen den Pissgegner. Mondlichtschmetterling, der hat noch nicht mal eine eigene Sequenz. Wo ist denn der kleine Scheiße? Da ist er. Hello, my friend. So. Was setzt denn du als erstes ein? Ach, das. Okay. Das ist nicht so geil. Das macht nämlich relativ viel Aua, aber das ist okay. Das ist dafür sehr, sehr simpel auszuweichen. Das macht... So, machst du deinen Laserstrahl schon? Ach ja, der Gegner ist... der Gegner zählt als einfachster Gegner in Game. Also es gibt keinen, der leichter ist als der hier. Das Einzige, was halt nervig ist, du musst halt die ganze Zeit ausweichen und warten, bis der sich nach vorne setzt, endlich, wie so ein Mongo. Weil du kannst ihn halt so nicht angreifen als Nahkämpfer. Ja, ja, bla bla. Kommst du endlich nach vorne? Ja, wir wechseln eben die Seite, Mami. So, da kommt er. Ihr wechselt auf Zweihand und gebt ihm. Weil das ist ein Gegner, der so nett ist und euch attackieren lässt. So. Das Ganze machen wir gleich nochmal und dann haben wir gewonnen. Was okay ist. Ja, ja. Lass das. Du Motherfucker! Macht er das zweimal hintereinander? Ich wusste gar nicht, dass er noch ein anderes Pattern haben kann. Von Angriffen. Na, du Lutscher. Schon wieder große Schnauze. Ich werde gleich wahrscheinlich hardcore failen und aufs Maul kriegen. Dass er seinen Strahl nicht macht, wundert mich. Boah. Eigentlich wollte ich nach links rollen, aber... Oh oh. Die Missgeburt, wie die immer warten. Okay. Trink. Kannst du jetzt mal bitte nach vorne kommen? Wäre super nice. Ja. Gute Ding. Warten. Und das war's. Easy.
Easy Gegner, easy. Ich sag easy, ich bin an denen aber auch schon verreckt. Also, wenn man die Angriffe von dem nicht blockt oder ausweicht, die hauen schon gut rein für Leute, die nicht viel Magie-Resi haben. So. 10.000 Seelen, naja, ist jetzt nicht so der Brüller. Aber was geil ist, ganz oben gibt es wieder eine Glut. Oh, Glut, 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 du tust so gut. Da, 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 da. So, hier gibt es einmal den Wachturm-Kellerschlüssel, göttliche Glut und Heimkehrknochen. Ganz geil. Aber wir sind hier noch nicht fertig, deswegen kann ich Heimkehrknochen nicht einsetzen. Dem Wachturm-Kellerschlüssel, ne? Schlüssel zum Untergeschoss des Wachturms in der Stadt der Untoten. Das Untergeschoss des Wachturms besteht aus einer Steinzelle. Gerüchten zufolge soll sich hier ein Held in eine Hülle verwandelt haben, nachdem er von einem guten Freund hier eingesperrt wurde. Zu seinem Besten, versteht sich. Ah, ja, das ist dieser goldene Ritter, den wir gekillt haben, von dem wir diesen goldenen Ring bekommen haben. Dem gehört das. Glut ist noch. Wir haben eine Glut bekommen, ne? Göttliche Glut zur Umwandlung, zur Waffenumwandlung. Erforderliche göttliche Glut gehört der Kirche und ist für göttliche Schmiede bestimmt. Wandelt eine Standardwaffe plus 5 zu einer göttlichen Waffe. Die göttliche Waffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Göttliche Waffen eignen sich für die Untotenjagd. Nutze sie gegen Untote und die Knechte von Nekromanten. Ja, damit kann man halt Holy Weapons machen. Hm. Nicht so geil, habe ich noch nie gemacht so. Aber Glut ist Glut. Von daher, wir freuen uns über jedes bisschen Glut. Ich wollte gerade gucken, ob ich hier runterjumpen kann, aber kann ich nicht. Wir laufen lieber langsam runter. Safe ist safe. Was machen wir als nächstes? Ja, wir müssen... Ach genau, noch eine Waffe holen. Ach, einen Ring holen. Hier gibt es noch einen Ring zu holen und ansonsten sind wir hier eigentlich so gut wie durch. Soweit, meines Erachtens. Und dann können wir wieder zurück, können die Seelen ausgeben, die wir haben. Ja. Genau. So, da. Hier ist zum Beispiel ein Vieh, was ihr töten könnt. Zack. Gibt ein paar Seelen. Macht eigentlich nichts Schlimmes, aber gibt halt ein paar Seelen. Jetzt suchen wir einen fetten Baum, der uns einen Weg versperrt. Wo geht's denn hier nochmal hin? Kam ich von hier? Nein. Die greifen dich an, wenn du das Item nimmst. Partisane. Das habe ich. Den habe ich in meinem Playthrough gar nicht geholt. Ach fuck. Kann die denn? Wahrscheinlich nichts. Skaliert C mit Geschicklichkeit. Hm. Hat auch nichts Besonderes. Speer mit Klinge an der Spitze. Große Reichweite kann als Hiebwaffe benutzt werden. Durch seine große Reichweite eignet sich der Speer für viele Situationen. Sein großer Vorteil liegt in der Länge. In engen Räumen kann sich das jedoch nachteilig auswirken, wenn Hiebe von den Wänden abprallen. Dann können wir mal gucken. Das Geile an Speeren ist, ihr könnt zum Beispiel Schild oben halten und trotzdem zustechen. Kann ich euch kurz mal zeigen. Oh, fuck. So, ihr könnt zum Beispiel zack, 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 zack. Kurz warten. Macht halt keinen Schaden, aber ist lustig so. ja. Nimm lieber mein Uchigatana. So. Zack, weiter geht's. Partisanenspeere ist halt nicht so meins, so. Benutze ich halt nicht gerne. Jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Meins ist es nicht so wirklich. Da ist der dicke Baum. Der bewegt sich auch. Man könnte da killen. Er hat irgendwie 500 Leben. Ja. Er gibt 180 Seelen. Ist jetzt nicht so viel. Aber hier könnt ihr... Was? Warum geht's denn hier nach rechts? Hä? Das ist der falsche Baum. Von hier kamen wir ja. Wieso ist denn der Baum hier?
Hier sollte er eigentlich sein. Ist nach rechts gewandert, okay. Du Drecksfrosch. Das ist eine Froschqualle, oder wie die heißen. Grüne Blüte kann man von denen farmen, was ganz geil ist. Ja. Komisches Design, aber das ist Dark Souls halt. Da muss man sich halt dran gewöhnen. Die Viecher sehen alle komisch aus. Ich weiß nicht, was dieser Baum hier macht. Der hat noch nie irgendwie was gemacht. Also ich habe noch nie Schaden von dem bekommen. Kein Mal. Genau. Was ich jetzt machen muss, ist hier hoch. Also hier rein, hier hoch. Den Wolfsring holen. Ich werde mal gucken, dass. Ich hoffe, die Folge kommt Montag raus. 2, 3. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Trink was. Warum macht er das nicht gleich so? Warum muss der mich erstmal nerven? Ah, Wolfsring. Erhöht die Balance, glaube ich, oder so. Schauen wir mal nach. Ja, verstärkt die Balance. Aber können wir kurz nachlesen. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwyns geschenkt wurden. Der Wolfsring gehörte Artorias, dem Abgrundschreiter. Artorias, der einen stählernen Willen hatte, war ein unerreichter Meister im Kampf mit dem Großschwert. Ja, das Schwert von Artorias. Das werden wir uns auch später noch besorgen. Also, beziehungsweise, das könnten wir uns später noch besorgen. Ich weiß nicht, womit das skaliert. Wobei ich die Seele von Artorias gerne für was anderes nutzen würde. Für einen Schild, der alles Mögliche blocken kann. Sogar Blutungsschaden und sowas. Was sehr, sehr geil ist. Muss man eben gucken. Genau, hier kommen gleich Viecher hochgejumpt. Ja. Hi. Grüne Blüte, haben wir die schon gehabt? Wenn nicht, muss ich mir die gleich auch nochmal durchlesen. So, die haben nichts gedroppt. Hinten ist die Seele eines Helden oder so. Ah, eines Kriegers. Ansonsten gibt es hier nichts. Wir können hier... Sehen wir die hier schon? Nee, die sieht man hier nicht. Normalerweise... Ja, irgendwo hier in der Nähe ist die Hydra. Gegen die werden wir auch noch kämpfen. Aber das kommt alles noch. Ja. Da ich zu faul bin zum Laufen, ich weiß, es ist kein riesiger Weg, aber Heimkehrknochen kann man kaufen. Deswegen setzen wir Heimkehrknochen ein. Hier gibt es nämlich nichts mehr zu holen jetzt. Aufsteigen, wir werden Kondition, wir werden Beweglichkeit auf 20 bringen. Als nächstes werden wir hier reingehen. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen, beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß noch. Haut rein. Ciao.